Jo Leute, was geht? Heute erkläre ich euch das E-Race Race. Was ist das E-Race Race und warum ist es sinnvoll? Das E-Race Race ist ein E-Schrottrennen, was die Schulen machen. Das ist für E-Schrott. Der E-Schrott wird ja in Afrika verbrannt zum Beispiel. Das ist für die Kinder nicht gut und das ist für die Erwachsenen auch nicht gut und für die Umwelt erst recht nicht. Das Besondere an Elektroschrott ist, dass dort sehr viele Stoffe drin sind, wie zum Beispiel in einem Handy. Es scheint gar nicht kaputt zu sein, aber es muss gar nicht von außen kaputt sein, es kann auch von innen kaputt sein. Deswegen ist es wichtig, ihn vernünftig zu entsorgen. Und wenn er zum Beispiel jetzt nur so kaputt ist und einem die Farbe zum Beispiel nicht mehr gefällt, dann kann man es zum Beispiel noch einer Freundin schenken. Aber man sollte auch nicht so viel Elektroschrott kaufen. Das ist nämlich auch nicht sehr gut für die Umwelt. Und deswegen sollten wir auch ein Handy, wenn es kaputt ist, nicht einfach wegschmeißen. Wir können es zum Beispiel, wenn es etwas kaputt ist, versuchen es noch zu reparieren. Oder es halt jemand anders schenken, wenn es wieder repariert ist. Und es weitergeben oder bei eBay Kleinanzeigen verkaufen, so dass man eine sinnvolle und gute Entsorgung für den E-Schrott hat. Bei der E-Schrott-Entsorgung sollte man wissen, was man zum Beispiel nicht diese Kopfhörer hier einfach so in die Natur wirft. Denn das ist schädlich für uns, für die Tiere und für die Umwelt. Denn wenn es sich zersetzt, zum Beispiel im Meer, und zu Mikroplastik wird und die Tiere es dann fressen, werden sie krank und sterben. Deswegen machen wir bei einem E-Waste Race mit. Das ist ein Programm, was solche Sachen, zum Beispiel Elektroschrott oder Kabel, recycelt und dann zu neuen Sachen umbaut. Wir messen Elektroschrott. Und wofür ist das gut? Das ist gut für ein E-Waste Race, damit, ja. Und was ist das? Da kann man kaputte Elektrosachen sammeln und die messen wir dann. Und dann kann man die hier reinwerfen oder reinpacken. Und dann geben das Punkte, dann kann man ausprobieren. Cool. Und was zählt zu Elektroschrott? Alles Mögliche, bis zu 50 cm breit war. Also Tablets. Ja, Tablets. Dürfen wir auch mitsammeln? Ja. Ja. Oh, toll. Ich habe noch ein altes Handy. Das funktioniert eh seit ein paar Wochen. Ist in so einem Handy eigentlich sehr viel Wertvolles drin? Ja, da ist viel drin. Silber, echtes Gold. Wow. Ja, im Handy gibt es viel Gold. Jetzt weiß ich auch, wieso ein Handy immer so teuer ist. Ja. Es sind viele teure Materialien. Und wenn man die jetzt wegwerfen würde, das wäre unnütze Arbeit für manche Leute, die auf der Welt arbeiten, extra nur für solche Teile. Müssen eigentlich auch Kinder deswegen in unserem Alter auf anderen Kontinenten darunter leiden, wenn wir hier so ein Handy kaputt machen? Ich weiß nicht, ja, aber ich glaube schon. Das ist blöd. Ja. Dann wollen wir euch helfen. Das ist toll. Ja. Dann können wir ja zusammen rumrennen und hier in der Stadt und dann können wir ja Städte und so oder Läden fahren. Leute, Onkel Klaus hatte nichts mehr leider bei sich zu Hause. Und deswegen brauchen wir euch!